Moin, mein Name ist Albo und herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks. Heute soll es um Isomatten gehen, die verschiedenen Arten und wie suche ich überhaupt die richtige für meine Bushcraft-Tour oder Langstreckenwanderung aus. Viel Spaß dabei! Um auszusuchen, welche Isomatte wir überhaupt benötigen, müssen wir natürlich erstmal ein Grundverständnis davon haben, wie so eine Isomatte überhaupt funktioniert bzw. wie uns eine Isomatte warm hält. Ganz kurz von vorne weg, der Begriff eine warme Jacke, ein warmer Schlafsack oder auch eine warme Isomatte ist zwar verständlich, im umgangssprachlichen Gebrauch wissen wir, was damit gemeint ist, er ist aber wissenschaftlich komplett falsch, denn dieses Stück oder diese Jacke oder der Schlafsack, die sind nicht warm, sondern sie isolieren uns nur, weil sie selbst strahlen ja keine Wärme aus, sie können nur unsere Wärme davon abhalten, unseren Körper zu stark zu verlassen. Um zu verhindern, dass unsere Körperwärme zu stark an die Außenluft abgegeben wird, ist es immer dasselbe Isolationsprinzip. Wir versuchen, körpernah Luftkissen zu haben, in denen sich unsere Wärme speichert und so schwieriger an die Außenwelt abgegeben werden kann. Wie ihr hier an diesem Querschnitt von dieser Yogamatte sehen könnt, sind hier überall in diesem Schaumstoff drin ganz viele kleine Löcher, wo Luft drin ist. Das müsst ihr euch natürlich dann hier so drin vorstellen, dass hier überall Tausende und Abermillionen von kleinen Luftkammern sind. Diese Luftkammern verhindern dadurch, dass Luft Wärme weniger schnell abgibt als zum Beispiel Metall, also ein schlechterer Leiter ist, die Wärme, die ihr am Körper habt, weniger schnell zum Beispiel in den Boden, wenn wir uns drauflegen, und wärmen sich mit der Zeit auch einfach auf. Das ist das ganze Grundprinzip von Isolation. Wer da mal Lust auf ein längeres Video hat, dem empfehle ich bei Ben, einem Mann im Wald, vorbeizuschauen. Der hat nämlich, ich glaube, 2 40-Minuten-Videos nur über Bodenisolation gemacht. Da gibt es sehr viel Interessantes dazu, verlinke ich euch natürlich unten. Beginnen wir also mit den einfachsten Isomatten. Das sind verschiedenste Arten von Schaumstoff-Isomatten. Die haben einige Vor- und einige Nachteile. Sie sind zum einen günstig, sie sind robust und sie wiegen sehr wenig. Zum anderen sind sie natürlich unbequem und haben meistens ein relativ großes Packmaß. Es gibt sie in verschiedensten Formvarianten. Ich kenne eigentlich keinen Outdoor-Shop, der nicht irgendwie eine Art von Schaumstoffmatte im Angebot hat. Die hochqualitativsten Schaumstoffe sind übrigens EVA-Zote-Matten. Die werden zum Beispiel bei Thermarest in der Ridge Rest benutzt. Ich selbst benutze auch so eine. Die kostet zwischen 20 und 35 Euro, je nach Größe und Angebot, und geht locker bis 0 Grad, ist nur ungefähr so dick, also 1,3 cm, hat ein kleines Riffelmuster und ist ohne Probleme benutzbar, allerlei Lagen. Selbst günstigste Matten halten schon relativ warm. Ihr kennt das natürlich zum Beispiel aus dem Sportbereich, wenn man so eine Yogamatte hat, aber auch die ganz günstigen, die vielleicht noch eine kleine Alubeschichtung hat, die auch noch mal ein paar Grad theoretisch bringen soll. Die nächste Variante sind die sogenannten selbst aufblasenden Luftmatratzen. Die blasen sich zumindest zu einem gewissen Teil von selber auf, wenn man das Ventil öffnet, dadurch, dass ein Vakuum da drin erzeugt worden ist, während ihr die Luft rausgepresst habt. Wie ist dieses Vakuum da drin erzeugt? Ganz einfach, hier drin befindet sich Schaumstoff normalerweise. Also zum Beispiel das, was ihr gerade gesehen habt, nur in ein bisschen dünner noch, umgeben von einer anderen Schicht, so dass man noch Luftkammern erzeugen kann. Diese Variante ist mittelteuer. Sie ist einiges komfortabler als eine reine Schaumstoffmatte. Ich muss sogar sagen, dass manche von diesen Matten sehr nah an eine Luftmatratze rankommen. Ein großes Problem haben sie aber, sie haben gleichzeitig ein großes Packmaß und wiegen dann auch noch mit am meisten. Trotzdem haben sie natürlich durchaus ihre Vorteile, weil man nicht so viel selber aufpumpen, manchmal sogar gar nicht selber aufpumpen muss, sie trotzdem relativ bequem sind und auch manchmal günstig zu haben. Zum Beispiel bei Lidl gibt es immer in der Campingsaison für 12 Euro eine selbstaufblasende Luftmatratze. Die wiegt natürlich auch 1,1 Kilo, ist aber einfach top. Die nehme ich gerne her, wenn es nicht um längere Wanderungen geht. Das hier ist zum Beispiel eine Thermarest, zugeschnitten, kostet knapp 60 Euro, wiegt deutlich weniger, nämlich nur knapp 450 Gramm. Die dritte und letzte Art von Matratzen ist die Luftmatratze. Ihr seht schon, die ist am kompaktesten verpackbar, wird aufgeblasen, ist aber meistens auch in ein bisschen höherem Preissegment angesiedelt, zumindest wenn sie den Nutzen haben soll, den ihr haben wollt. Und zwar gibt es eine Sache, die oft nicht beachtet wird.
eine Luftmatratze, die einfach nur eine Matratze ist, also sozusagen zwei Schichten aus Plastik, wo drin ein Luftpolster drin ist, ist nicht wirklich effektiv. Ganz im Gegenteil, das isoliert fast gar nicht. Das ist so, als würdet ihr in einer Hängematte liegen und einfach nur Luft unter euch sein. Viel effektiver sind da Luftmatratzen, die vielleicht noch in Kammern innen drin unterteilt worden sind, auch Plastik. Die können schon sehr effektiv sein. Und das Beste, was es wohl im Moment auf dem Markt gibt, ist eine Luftmatratze, die mit Daunenfedern geschmückt worden ist. Also innen drin eine Art von Daunenfüllung hat und dabei trotzdem sehr leicht bleibt. Die Gefahr bei einer solchen Luftmatratze ist natürlich, dass wenn man dort mit der Atemluft viel reinpustet, dass sich die Daunen mit der Zeit verkleben. Deshalb gibt es da Pumpsäcke oder andere Vorrichtungen, damit da eben nicht so viel Körperfeuchtigkeit beim Ausatmen mit in die Luftmatratze hineinkommt. Wenn ihr eine gute, effektive Luftmatratze haben wollt, mit der ihr auch ein bisschen wandern gehen könnt, auch mal vielleicht bis Minustemperaturen, dann müsst ihr schon bis in die Anfang dreistelligen Bereiche mit eurem Geld leider gehen. Im Sommer ist das allerdings gar kein Problem. Dort reicht oftmals auch eine normale Luftmatratze, vielleicht noch mit einem härteren Boden, der standardmäßig beim Zelt dabei ist oder etwas Ähnliches. Tja, jetzt haben wir viel Wissen reinbekommen, gedrückt in den Kopf. Aber was ist denn jetzt die beste Isomatte, die man sich so anschaffen kann? Das hängt natürlich ganz von deinem Gebrauch ab. Ich habe von jeder Variante auch noch mal mehrere, je nach Lage, was ich so machen möchte. Wenn dein Rücken mitspielt, also du noch nicht völlig verknackst bist und relativ gut auch auf diesen sehr dünnen Eva-Zote-Matten schlafen kannst, würde ich dir das auf jeden Fall bei längeren Touren empfehlen, bei denen vielleicht auch die Bodenbeschaffenheit nicht immer optimal ist. Das heißt, es können Steine vorhanden sein oder spitze Äste und du willst nicht nochmal extra eine Bodenplane mitnehmen. Dort ist eine reine Eva-Zote-Matte wegen ihrer Robustheit am besten. Hast du ein Zelt mit einem vernünftig starken Boden? Oder auch noch eine kleine Matte dabei, die vielleicht vor Rissen und Ähnlichem schützt, dann kann ich dir durchaus eine selbstaufblasende Isomatte empfehlen, auch wenn die vielleicht manchmal ein bisschen mehr wiegt, denn sie ist deutlich komfortabler dafür, dass sie vielleicht nur 200-300 Gramm mehr wiegt. Dein Rücken wird es dir aber auf jeden Fall danken. Auf jeden Fall eine verstärkte Bodenplane oder eine verstärkte Plane im Zelt selber braucht die Luftmatratze. Klar, die neueren sind sehr gut, reißfest teilweise, aber auch da muss man immer ein bisschen aufpassen, denn ich bin mir sicher, wenn man sich absolut auf spitzesten Stein damit schlägt und dann in der Nacht sich bewegt, wird man früher oder später natürlich Probleme damit haben. Sie ist die komfortabelste Art zu schlafen. Sie ist aber auch wahrscheinlich die teuerste, wenn du ein qualitativ hochwertiges Produkt haben möchtest. Bei Luftmatratzen würde ich dir ganz genau empfehlen, vorher nachzugucken, was du machen möchtest. Möchtest du zum Beispiel nur Bushcraft-Treffen gehen oder vielleicht mal auf eine kleine Bushcraft-Tour, wo du sowieso eine Bodenplane dabei hast und du hast ein bisschen Geld über, dann nimm das, weil es ist tatsächlich die komfortabelste Art. Halt, Alvo, wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, denn ich habe ja das Packmaß noch überhaupt nicht mit einbezogen. Das ist korrekt, das Packmaß ist eine wichtige Sache, sie ist aber bei zum Beispiel einer Eva-Zote-Matte völlig irrelevant, meiner Meinung nach, weil man einfach draußen die Eva-Zote-Matte ranmachen kann und selbst wenn sie nass wird, wenn du irgendwo mal hängen bleibst in Dornen, ist überhaupt kein Problem, diesen Matten ist das völlig egal. Die selbstaufblasenden Matten kannst du zum Beispiel in einen Plastiksack tun und auch außen am Rucksack dran befestigen, auch dann macht das Packmaß nicht so viel aus. Wenn du noch weitere Tipps und Tricks haben möchtest für den Outdoor-Bereich, dann abonniere mich doch einfach jetzt. Denn im Outdoor-Adventskalender kommen noch weitere Videos. Ich hoffe, dieses Video über die Isomatte richtig auswählen hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ihm doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Tipps und Tricks-Videos. Einfach mal durchseppen und ich sage danach bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.